Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind eine vierköpfige Familie und reisen Vollzeit in unserem selbst ausgebauten Van Büffel durch Europa. Auf dieser Tour sind wir unterwegs nach Norwegen zum Nordkap. Und in diesem Video fahren wir auf die Insel Rømø und sammeln Muscheln. Moin Moin, jetzt sind wir auf dem Weg nach Rømø. Jetzt fahren wir schon auf dem Deich lang, oder auf dem Deich, sagt man Deich, weiß nicht. Straße halt, die übers Wasser fährt, keine Ahnung. Und jetzt müsste auch gleich das Wasser kommen, glaube ich. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey darling. We could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Und schon sind wir auf Rømø. Ich hab jetzt so schnell ein bisschen was zum Frühstück geholt, da können wir nachher am Strand schön frühstücken. Jetzt fahren wir zum Strand. Ganz viele leckere Sachen. Gerade mal 0 Grad, ne? Aber der Wind ist so eisig, das ist der Hammer. Also, das ist echt krass. 3, 2, 1. Wir fahren auf Sand. Ich habe Angst. Das ist echt festgefahrener Sand. Ne? Ich weiß halt nicht, wie weit du da fahren kannst. Da drüben sieht es aus wie lockerer Sand. Ne? Das müssen wir ja nicht austesten. Nee, ich habe jetzt keinen Bock draußen bei der Kälte da draußen rumzubuddeln. Total cool hier lang zu fahren. Das fetzt richtig auf Sand lang zu fahren. Das beißt sich eigentlich alles irgendwie. Und da geht die Sonne auf. Angst anzuhalten. Wahnsinn. Das bohrt sich echt gar nicht rein in Sand. Echt, echt krass. Also wir latschen jetzt nochmal vor ans Wasser und gucken mal, ob wir ein paar Muscheln finden, gell, Lina? Ja.
aber echt richtig cool am Meer. Diese Gewalt, echt krass. Also Fazit, die Lina braucht höhere Gummistiefel. Sie ist oben reingelaufen. So. So, heute ist der 10. und heute bin ich dran. Deswegen machen wir jetzt mal Schnipp. Ist auch echt schön. So, Schnipp, Schnipp. Das passt ja. Heute, wo es so kalt war, hätte ich die mal früher ausgepackt. Fetzt. Danke, lieber Nikolaus. Können wir jetzt auf nach Skandinavien. Ja. Das ist echt total schön hier. Wir haben uns jetzt mal einen Kaffee gemacht und genießen ein bisschen die schöne Aussicht. Das ist unglaublich. Wir stehen auf dem Sand, direkt am Meer. Geworden. Jetzt fahren wir hier raus. Eigentlich wollten wir noch im Hellen fahren. Aber ich hoffe mal, dass wir jetzt uns nicht festfahren hier. So ein bisschen Angst. Scheiße. Ich habe jetzt so lange Besprechung gehabt. Doch ein bisschen dunkel geworden schon. Es ging aber auch ratzfatz jetzt. Jetzt fahren wir schnell hier raus. Oh, scheiße, ey. Man sieht überhaupt nicht, wo wir lang gefahren sind. Wir wissen gar nicht, wo wir wieder zurückkommen. Nicht, dass wir noch im Meer landen. Und sehen, ob wir hier wieder rauskommen. Wir müssen irgendwo da drüben hin, glaube ich. Wir hätten versuchen können, hier unsere alten Pünktchen zurückzufahren. Ja. Also da vorne ist nass. Boah, ich habe echt gedacht, wir bleiben stecken. Grippen ist halt doch da, gell? Puh, also wir haben es geschafft. Wir sind wieder vom Strand runter. Jetzt suchen wir uns noch einen Schlafplatz, weil hier darf man nicht mehr schlafen. Haben es wohl irgendwann mal verboten. Ja, wir sind jetzt hier auf so einen Parkplatz gefahren von so einem Museum und den haben wir bei Park for Night gefunden und da stand drin, dass man jetzt hier in der Nebensaison auch schlafen kann. Also der Parkplatz ist auch echt groß genug, also ich denke mal, es sollte kein Problem sein. Und als wir hier angekommen sind, da lag sogar schon Schnee. Wahrscheinlich war es ein bisschen kälter hier als auf Röme, weil bei Röme war überhaupt kein Schnee. Und jetzt hat es sogar schon wieder angefangen zu schneien und da hat Elina gesagt, jetzt will sie auch mal raus und will noch ein bisschen im Schnee spielen. Und da es schon dunkel ist, haben wir halt einfach unser Flutlicht danach angemacht, gell Elina? Soll ich auch mit rauskommen? Ja. Ja, Lina baut schon Schneemann. Also, ich baue auch mal schnell mit. So. Mausi. Ich habe die Schaufeln gefunden. We got our windows down. Driving down the 405. Sing along to the radio. Und es ist cool, es ist gerade mal 5 Uhr und es ist die Nacht draußen. Das ist Wahnsinn, alles dunkel. Aber der Parkplatz ist echt schön. So, wir haben gerade gedacht, wir haben da noch eine große Schneeschaufel. Guck mal, Lina, was da ab. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. Guten Morgen! Heute ist der 11. und heute bin ich wieder dran. Waren schon immer weniger. Oh, das Große ist mir. Ich glaube, das ist. Oh, nochmal erhöhter Schwierigkeitsgrad. Extra nochmal eingepackt in Küchenrolle, damit ich es nicht erfühle. Die können wir ja noch verwerten. Ein Weihnachtsmann! Keine Kosten und Mühen gescheut. Hier in Dänemark ist nämlich Schokolade extra teuer. Da ist eine Luxussteuer nochmal drauf auf Schokolade. Ja. Oh, Dankeschön. Die gibt es aber erst zum Nachtisch. Erst wird gefrühstückt. Thank you.
Ja, so gefrühstückt haben wir jetzt fertig. Der Schnee verwandelt sich jetzt leider hier in Schneematsch, also es taut alles. Die Lina wäre ja so gern nochmal rausgegangen, hätte im Schnee gespielt. Aber wenn wir Glück haben, soll es heute Abend nochmal schneien, es soll nochmal kälter werden. Und dann können wir heute Abend nochmal raus und ein bisschen spielen. Wir müssen jetzt erstmal tanken, weil unser Dieseltank vom Auto ist nämlich ziemlich leer. Und die Standheizung versorgt sich auch von dem Dieseltank. Und damit das Auto jetzt nicht liegen bleibt, habe ich den Ansaug von der Standheizung auch ein bisschen höher gemacht. Also wenn der Tank so viertelst voll ist nur noch, dann geht die Dieselstandheizung aus und das wollen wir nicht. Also fahren wir jetzt zum Tanken und wenn wir schon mal in der Stadt sind, fahren wir auch gleich nochmal zum Einkaufen. Unsere Lebensmittelvorräte sind nämlich auch schon ziemlich leer. Oh, unser Schneebock krümmt sich schon. Wir brauchen unbedingt noch Wedel für unseren Adventskranz. Und weil ich so nicht hochkomme vom Boden aus, versuchen wir es jetzt mal vom Auto aus. Da bin ich nämlich schon mal ja einen halben Meter höher. Wenn der Ronny jetzt seitlich hinfährt, kann ich vielleicht mir draußen was abknicken. Wir brauchen ja nicht viel, wenn wir nur einen ganz kleinen Adventskranz. Mal gucken, ob das klappt. Ja, ja, so reicht es glaube ich schon. Ich versuche es mal. Es klappt. Das ist Wedel to go. Ja. Mit Wedel. Nee, geht schon. Guck mal, das sind so schöne Hammelchen. Oh, die gehen bestimmt dann auf. Pizza. Wie viel braucht man denn? Die Hammelchen kann man nie genug haben. Die sind schon genug. Oh, die Hammelchen, die finde ich so toll. Einmal noch, dann hört auf. Oh. Okay, okay. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht, das alte Kranz dann. Schon cool. Wunderschön. Die Tannenzapfen müssen wir erstmal aufgehen lassen. Aber so schön, kleine Zapfen. Nein? Jawohl. Anschneiden machen. Achso, anschneiden war noch. Aber da vorne, der ist auch schön. Kann jetzt nicht hier die ganze Ding abgrasen. Aber die sind auch nicht kleiner, gell? Gucken wir mal hier wieder rauskommen. Also es war total schön bei euch hier in dem Museum. Ja, was wollte. Aber von meinen Kunstbanausen wollte natürlich wieder keiner in das Museum rein. Oh, ich wäre ja gerne mal bei. Baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this. Can't resist to be a little risky and go for it, 'cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. Talking to you and here we go again. Staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. I could go for this, no more tricks. We could take things slow. Say you think about it too. When the lights go out and there's no doubt that I should be with, that I should be. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going. No control, you push me then you pull me back in. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. So, give me a sign. So, jetzt haben wir alle Besorgungen gemacht und jetzt fahren wir zurück auf den Museumsparkplatz. Da haben wir ja gestern schon geschlafen, es war auch echt cool, ruhige Nacht. Und es hat sogar nochmal geschneit und ich glaube, es ist auch kalt genug, dass es liegen bleibt. Da kann ich mit der Lina nochmal raus in den Schnee und können wir nochmal einen Schneemann bauen. Jetzt haben sie Vulkane gebaut. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to
hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark. Guten Morgen. Ja, wir sind schon wieder am Frühstücken und die Elina ist dann dran mit ihrem Weihnachtskalender. Die freut sich schon drauf, die ist schon ganz gespannt, was drin ist. Aber erst wird noch aufgeräumt. Und solange ich aufräume, du, der Ronny, schon mal die Zeit nutzen und ein bisschen arbeiten. Zwar eine Spülmaschine, aber so viel geht ja da nicht rein. Das ist ja echt nur eine Mini-Spülmaschine. Und damit die nicht zweimal am Tag laufen muss, mache ich es immer so, die Sachen, die ich ungern spüle oder die sich schlecht spülen lassen oder die besonders vollgeschmiert sind, die tue ich in die Spülmaschine. Und alles andere, jetzt vom Frühstück ist es ja nur krümelig. Da reicht es auch, wenn man mal mit dem Lappen drüber fährt. Und deswegen habe ich so ein Spray. Das ist so ein ganz altes Pröbchen gewesen, wo so ein Fensterreiniger drin war. Das gab es mal vor 10 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Die Lena fand das damals so schön, wie die noch klein war. Da hat sich immer Wasser reingefüllt und hat das immer mitgeschleppt und sich angesprüht. Und das habe ich sauber gemacht und habe da Wasser reingemacht und ein Tropfen Spülmittel nur. Also das ist quasi mein Spülwasser. Und das kann ich dann einfach auf die Teller sprühen und fahre mit dem Lappen drüber. Da brauche ich nicht immer mehr ein Spülwasser irgendwas einlassen. Wenn es doch ein bisschen mehr verschmutzt ist, mache ich es auch manchmal so, dass ich mir in eine Tasse oder in einen Becher, den wir auch zum Frühstück hatten, Wasser einschütt und da mein Spülwasser reinmache. Aber wenn es jetzt wirklich nur, also die Teller, die waren ja nur ganz leicht krümelig und dann ist der schon sauber. Dann kann ich den wieder in den Schrank tun, wenn es einmal so abgewischt ist. Spinning like a broken record for a player you don't know that many major chords. We hang out and then you get bored. Die Becher von den Kindern spüle ich nach dem Frühstück nicht, weil die nehmen sie den ganzen Tag immer wieder noch. Die spüle ich dann immer erst abends mit und dann hängen wir sie tagsüber einfach da hoch. And I know you never mean it, guess you in though. Did you call me cause you had to? Cause you know I throw your suitcase out the window. I don't need you here to feel good. No, I'm not angry, I got better things to do. Tell your friends I will be just fine. Don't need no therapist, there's nothing like wine. Da, 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 da,
jetzt ist der Lappen durch. Ich habe mir jetzt nochmal ausgespült. Und ich habe die Lappen sonst immer da drüber gehangen, über die Stange zum Trocknen. Aber wenn Wind geht und die Tür auf ist, dann fliegen die durch die Gegend. Und musst du schon manchmal dann vom Parkplatz wieder einsammeln. Und deswegen machen wir es jetzt immer mit Wäscheklammern fest. Also, wir haben jetzt heute den 12. Tag. Und? Das ist meins. Musst du gar nicht schneiden. Kann ich meinen Kühlschrankkram fortsetzen? Darf ich hier meine Kerze stecken, Mama? Aber nur draußen. Ja, das qualmt so euch, dann stehen die ganze Bude. Die sind so lang. Müssen wir nachher gleich mal eine Kerze bauen, hä?